Hallo, ich bin Jana G. Wonders, die Regisseurin des Films Walchen Sie Forever. Und ich freue mich sehr, dass mein Film auf dem diesjährigen Braunschweig Internationalen Filmfestival gezeigt wird. Ja, eigentlich habe ich den Film schon angefangen, als ich ein Kind war. Meine Mutter hatte eine Videokamera und hat mich viel damit gefilmt. Ich habe das als Spiel gesehen und mir dann oft die Kamera geschnappt und selber gefilmt. Im Speicher des Cafés war das Archivmaterial in Kisten und Schuhschachteln gelagert, völlig unsortiert. Und ich bin dann erstmal so vorgegangen, dass ich all das digitalisiert habe. Das sind 8 Terabyte auf einer Festplatte. Und habe das nach Jahreszahl sortiert und geordnet. Und für meine Cutterin habe ich dann die ganze Familiengeschichte chronologisch aufgeschrieben. Es war eine ständige Suche, eine Suche nach der Struktur und wie wir den Film erzählen wollen. Und ich habe sogar noch an der Arbeit, also während der Arbeit an dem Schnitt, noch mit meiner Mutter Gespräch geführt und die gefilmt. Die Gespräche vor laufender Kamera waren eine große Herausforderung für meine Mutter und es war schwierig auch für sie in die Erinnerung einzutauchen. Und jeden Tag mussten wir uns von neuem überwinden. Natürlich hatten wir auch Angst, ja, was es emotional mit uns macht, aber es hat auch unsere Beziehung vertieft. Am Ende war meine Mutter überrascht, im fertigen Film so klar die Essenz ihres Lebens zu sehen, die ganzen Zusammenhänge und wie eins ins andere greift. Sie war so berührt und auch überwältigt. Meine Oma war sehr wichtig für mich. Ihre Bodenständigkeit und feste Verwurzelung am Walchensee war der Gegenpol zur Rastlosigkeit meiner Mutter. Sie war immer da und stand mit ihrer weißen Kittelschürze am Herd. Jeder Tag hatte seinen vertrauten Rhythmus und das war mein Zufluchtsort. Meine Urgroßmutter war diejenige, die vor 100 Jahren den Walchensee für sich entdeckt hat. Es war der einzige Platz, wo sie Trost gefunden hat, nachdem ihre kleine Tochter 1918 an der spanischen Grippe gestorben ist. Der Walchensee ist für die Frauen der Familie ein ganz besonderer Ort. Bei all ihrer Sehnsucht und Suche in der ganzen Welt hat der See sie nie losgelassen. Ich schicke euch ganz liebe Grüße vom Walchensee nach Braunschweig.